Hallo Leute, ich bin's Anna Maria und heute habe ich einen kleinen Drogerie-Haul für euch, wie man sehen kann. Und zwar vom DM und vom Müller. Also ja, alles nur Drogerieprodukte habe ich gekauft. Und ich habe hier schon lange keinen mehr gemacht und ich denke, die ein oder anderen interessieren sich vielleicht, was ich da gekauft habe. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ich zeige es euch trotzdem. Und am Ende gibt es dann nochmal eine Verlosung, also bleibt dran. Und falls ihr irgendwelche Geräusche hört, das ist meine Schwester. Die macht sich gerade in mein Zimmer fertig. Und dann fangen wir mal an mit dem langweiligen Zeug. Ich habe Abschminktücher gekauft von Neutrogena. Ich finde die eigentlich ganz gut, also sie pflegen ganz gut die Haut, also danach hat man das Gefühl, man hat schon die Tagescreme oder schon eine Creme aufgetragen, deswegen finde ich das ganz gut. Was ich auch noch zum Abschminken gekauft habe, ist eins von Duchesse Cosmetic Lotion Pads Aloe mit Aloe Vera und ich finde die richtig gut. Die tun richtig gut abschminken und man hat voll das frische Gefühl. Also ich benutze das jetzt nur für meine Augen zurzeit, aber also man kann es auch für die Haut benutzen und so und ich finde es eigentlich richtig gut. Also ich bin echt positiv überrascht. Ich bin echt positiv überrascht von denen. Also ich habe schon 2, 3 benutzt und ich habe eigentlich richtig gutes Ergebnis, deswegen finde ich die gut, im Gegensatz zu, Moment, weil ich habe noch im DM von Balea auch noch so Augen-Make-up-Entferner-Pads gekauft und das finde ich jetzt nicht so gut. Ich habe jetzt auch schon ein paar davon benutzt und das ist jetzt so eins, also Augen-Make-up-Entferner-Pads waterproof, wasserfestes Make-up und das wird nicht so gut entfernen. Deswegen finde ich das nicht so gut, also ich kann das auch nicht empfehlen. Das ist auch nicht so, man hat nicht das Gefühl, dass man was abschminkt. Es ist, als wäre es nur ein trockenes Pad-Ding. Aber, ja, das habe ich ja gekauft. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, bis ich dann im Müller die Duchesse Cosmetic Lotion Pads gefunden habe. Und die finde ich echt gut im Gegensatz halt dazu. Und dann habe ich mir 2 Gesichtswasser gekauft, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Das sind jetzt 2 von Balea. Einmal klärendes Gesichtswasser mit Fruchtsäure und klärendes Gesichtswasser mit Hamamelis und Honigmelonenextrakt. Hamamelis? Was ist Hamamelis? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das genommen, weil hier kein Alkohol enthalten ist. Also wundert euch nicht, dass hier so wenig drin ist, weil ich habe die in so kleinen Fläschchen abgefüllt für unterwegs. Und ja, ich finde die beide sehr gut. Ich habe das schon mal... Also das ist schon das 2. Mal, dass ich die 2 kaufe und das ist auch sehr gut gegen Pickel, muss man sagen. Ich bin echt zufrieden damit. Dann habe ich noch einen Reinigungsschaum gekauft von Sebamed. Das ist für fettige und unreine Haut, also für alle, die unreine Haut haben, kann ich das echt gut empfehlen. Also für alle, die so etwas größere, gröbere Pickel haben oder auch so kleinere Mitesser. Das hat mir auch mein Hautarzt empfohlen, also dann kann es eigentlich nur gut sein, wenn der Hautarzt sagt, das ist gut für die Haut und ich soll das mal ausprobieren. Ich habe es jetzt ausprobiert, es ist schon eine Packung leer gegangen, deswegen habe ich mir jetzt eine 2. geholt und ich bin echt zufrieden damit. Also meine Pflegeroutine ist damit jetzt besser, für mich zumindest, und ich habe, es funktioniert auch ganz gut. Also bei mir sind die Pickel echt weniger geworden und Unreinheiten, kommen nicht mehr so oft, also tut es auch schön vorbeugen und so weiter. Ja, weiß nicht, danach hat man ein richtig gutes Gefühl. Und wenn ihr meine Pflegeserie oder Pflegeroutine sehen wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann zeige ich sie euch gerne und kann euch auch gerne sagen, was ich gegen Pickel mache. Und ja. Dann habe ich noch Babylips gekauft. Ich habe jetzt das schon ausgepackt, weil ich schon benutzt habe. Dann habe ich mir jetzt noch das Hydrate geholt, weil einfach... weiß nicht, Feuchtigkeit und so. Ich habe mir jetzt nochmal eine BB-Cream geholt und zwar diesmal von Maybelline Yarde. Also das ist jetzt auch schon die 2. Packung und ich finde sie sehr gut. Ich habe sie jetzt lange ausgetestet, also ich habe jetzt eine Packung ausgetestet und habe richtig gemerkt, dass meine Haut echt besser geworden ist dadurch, dass ich jetzt so ein anderes Make-up benutze. Und
Diese BB-Creme ist ja auch gegen, also die ist auch gegen Unreinheiten und hat 2% Salicylsäure. Und ich kann sie echt nur empfehlen, also für alle, die etwas unreinere Haut haben, empfehle ich die BB-Creme. Obwohl viele sagen auch, dass die BB-Creme nicht so gut ist für die Haut, aber ich denke, das kommt wieder auf den Typ an und so. Also bei mir hilft es sehr gut und meine Haut ist echt besser geworden und bin echt zufrieden mit dem Make-up, weil es sie auch sehr gut deckt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr für Make-up oder so ausgebt, aber ich finde 10 Euro sind eigentlich noch in Ordnung. Und das hält bei mir 2 Monate, also ja, ist auch in Ordnung, finde ich. Und dann habe ich mir noch 2 Lippenstifte geholt, weil das einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte sind. Und zwar einmal von P2, also das ist von der P2 Matte Deluxe Serie da. Da gibt es ja jetzt so verschiedene. Und meine Lieblingsfarben sind I Love You und I Kiss You. Und ich finde die richtig, richtig gut. Und ich musste mir jetzt leider nochmal die kaufen, weil ich sie verloren habe. Ich habe sie irgendwo verlegt, keine Ahnung, ich habe sie überall gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden, deswegen habe ich jetzt nochmal 2 gekauft. Ups. Deswegen habe ich jetzt nochmal gekauft, weil ohne die kann ich irgendwie nicht und ich trage so gerne roten Lippenstift, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und Mann, sorry, meine Haare sitzen heute echt nicht. Also auf jeden Fall habe ich die noch geholt und das war es eigentlich auch. Also das sind echt schöne Farben, finde ich, wenn ihr ein schönes Rot sucht. Dann empfehle ich euch I Kiss You und wenn ihr so ein schönes, bärigeres Rot sucht, dann empfehle ich euch I Love You. Das ist auch ganz gut. Ja, das war's mit meinem Haul. Ich habe eigentlich auch nicht viel gekauft. Und jetzt habe ich noch eine kleine Verlosung für euch. Ein kleines Dankeschön für das Jahr 2013 und allgemein, dass ihr mich begleitet habt und so. Und da habe ich noch eine Box für euch zusammengestellt. Das besteht auch nur aus Drogerieprodukten und das zeige ich euch jetzt mal, was da alles drin ist. Und zwar habe ich da euch meine absoluten Favoriten zusammengestellt und zwar meine Favoriten 2013 und die ich jetzt auch immer noch liebe. Und da zeige ich euch jetzt mal den Inhalt. Und zwar habe ich da einmal für euch die 2 Babylips rausgesucht, einmal in Hydrate und in Cherry Me. Dann habe ich noch für euch einen Blush und zwar von Catrice, auch mein absoluter Favorit von diesem Jahr. Ich zeige euch es nochmal genauer, wie die Farbe ist. Und zwar ist es 020 Rose Royce. Eine richtig schöne Farbe und ich finde, es passt zu jedem Make-up eigentlich. Dann habe ich für euch meine absolute Lieblings-Eyeshadow-Palette und zwar die Quattro Eyeshadow in der Farbe To Die For. Und zwar diese schönen Brauntöne, die man echt für alles benutzen kann für den Alltag. Man kann auch Smoky Eyes damit schminken, alles mögliche und deswegen ist auch meine absolute Lieblingspalette, weil ich die auch überall mit hinnehmen kann. Für alle, die mich schon länger auf YouTube kennen, wissen, dass ich die I Love Extreme Mascara über alles liebe und es meine absolute Lieblingsmascara ist. Deswegen habe ich sie auch mit für euch gekauft. Dann habe ich meinen Lieblings Eyeliner noch für euch reingetan und zwar von Catrice, the Liquid Liner Waterproof Don't Leave Me, also ich werde euch auch alles nochmal hinschreiben. Und dann habe ich für euch noch einen Bronzer, beziehungsweise ist es eigentlich kein Bronzer, sondern einfach ein sehr, sehr dunkles Puder. Aber ich finde, das ist einfach der perfekte Bronzer irgendwie. Und das habe ich euch auch noch dazu getan. Dann habe ich euch auch noch einen Lippenstift von P2 dazu getan, und zwar den Matte Deluxe Lipstick in der Farbe I Love You. Weil ich finde, der ist einfach sehr schön. Ich glaube, der passt zu jedem Typen und dann kann man auch nicht viel falsch machen. Ach, und ich habe noch vergessen, ich habe euch auch noch so einen Cosmetic Organizer dazu getan. Den habe ich selber auch und dann könnt ihr gleich die ganze Schminke auch da rein tun und auf eurem Schminktisch platzieren. Und habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ach so, ja doch, ich habe was vergessen. Und zwar habe ich euch auch noch 3 Pinsel von Evelyn, also auch von DM, gekauft. Und die sind sehr, sehr, sehr gut, muss man sagen. Ich habe auch alle 3 und ich kann die echt nur empfehlen. Und sind auch meine absoluten Favoriten und meine Lieblingspinsel. Deswegen habe ich die jetzt auch noch dazu getan. Und dafür müsst ihr einfach nur in den Kommentaren schreiben, welches euer Lieblingsvideo von mir war. Es würde mich echt interessieren, so welches Video euch am besten gefallen hat. Und alle Teilnehmerbedingungen stehen in der Infobox. Ich werde euch dann alles auflisten.
Ja, und das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat mein Haul gefallen. Ihr hattet vielleicht ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ihr wollt vielleicht irgendwas ausprobieren oder so. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alter, warum hasse ich meine Haare gerade, ey? Sieht doch gut aus. Nee, guck mal. Hallo Leute, ich bin's Anna Maria und heute habe ich ein kleines Haulchen. Du kommst mir voll verarscht vor, gell? Ein kleines Haulchen. Nein, nicht egal. Ich mach trotzdem weiter. Hallo Leute! Alter! Ja, auf mich zu stören! Alter! Also für alle, die mir schon länger auf YouTube verfolgen, mir schon immer. Hallo Leute, ich bin's Anna Maria und heute habe ich wieder ein. Gell, am Anfang komme ich nicht klar mit meiner Begrüßung. Nee. Hallo Leute! Lass mich doch, du lernst voll! Du musst nur Hallo Leute sagen! Du tust nicht voll so. Nein, sag doch einfach, ich bin hier. Wie sagt man das? Es tut's entfernen. Genau, es tut's nicht so gut entfernen. Hallo Leute! Hallo! Hallo Leute! Okay. Hallo Leute, ich bin's Anna Maria und heute mache ich. Drogeriehol. Mann, ich hasse meine Haare gerade, gell? Egal. Und hier habe ich meine allerliebsten Favoriten euch dazu. Ja, geh noch langsamer raus. Schau mal.